Herzlich willkommen zur CME-Fortbildung auf ZWP Online und in den Social Network. Ich bin Dr. Mauro Marincola aus Rom und wollte euch über Kurzimplantate eine schöne Geschichte erzählen, die natürlich auch Realität ist. Und wir wissen ganz genau, dass in den letzten Jahren Kurzimplantate ja sehr, sehr in Vogue sind, in den letzten 4, 5 Jahren. Das war nicht der Fall in den 90er Jahren, das war nicht der Fall in den 80er Jahren, aber ich rede jetzt von einem Implantatdesign, das es schon seit 1985 gibt. Das Bicon Dental System, das benutze ich selbst seit 1992, deswegen kann ich über dieses Implantatdesign reden. Es ist ein Short-Implantat, das seine Charakteristiken hat. Das sind Charakteristiken, die man sehr einfach darstellen kann durch eine einfache Zeichnung, die ich euch hier gemacht habe. Was passiert ist aktuell, sind es 3 verschiedene Implantatdesigns, die im Verhältnis zum Kieferkamm stehen. Das ist das Transmukoseimplantat, das ist das suprakristalle Implantat und dann haben wir dieses Implantat, das ist ein subkristalles Implantat. Das wird unter dem Kiefer eingesetzt. Natürlich kann man auch die suprakristallen Implantate einsetzen, aber sie werden wahrscheinlich dann ihren Knochen verlieren in den ersten Millimetern. Warum passiert so etwas und warum passiert das nicht mit diesem Implantatdesign? Was ist eigentlich die Eigenart und die Charakteristik des Implantats? Das zeige ich euch auf einem Modell. Charakteristik des Implantates ist, dass die Fixture, der Implantatkörper, aus Plateaus besteht, die Heilungskammern limitieren. Das Implantat ist wurzelförmig gebildet und endet mit einer abgeschrägten Schulter, die eine Plattform-Switching am Implantat bewirkt. Das bedeutet, ich komme wie in diesem Modell, 5 mm Durchmesser, setzte das Implantat in den Knochen mit 5 mm Durchmessern ein und dann komme ich aus dem Kieferkamm raus mit nur 3 mm. Aber aus dem Kieferkamm rauskommen mit 3 mm macht man nicht mit dem Implantat, weil das Implantat komplett abgedeckt ist vom Knochen. Die Verbindung des Implantats zum Aufbau ist dadurch gegeben, dass wir einen Aufbaustift haben, ein Abutment, das aus dem Körper besteht und aus einem Schaft. Dieser Schaft setzt sich in den Schacht durch eine konometrische Verbindung ein, die 1,5 Grad ist. Aber das ist nicht die eigentliche Verbindung. Diese Verbindung hilft, den Schaft in den Schacht einzusetzen. Die Verbindung mit dem 1,5 Grad hilft, dass der Schaft nicht tiefer in den Schacht geht, während ich was machen muss? Aktivieren des Abutments innerhalb des Schafts, des Schachtes, Entschuldigung. Wie aktiviere ich denn diesen Schaft in den Schacht? Durch leichtes Einklopfen. Warum brauche ich Einklopfen? Das Einklopfen ist kein mechanisches Phänomen, ist ein physisches Phänomen. Ich klopfe ein, damit ich die Kaltschweißung zwischen dem Schaft und dem Schacht erreiche. Was ist denn eine Kaltschweißung? Die gibt es schon seit über 120 Jahren. Alle Düsentriebwerke haben Kaltschweißung. Propellerantriebe haben Kaltschweißung. Also ist es nichts Besonderes und nichts Neues. Das Neue und Besondere ist ganz einfach, dass man von einer Makrostruktur wie ein Propeller oder eine Düse auf eine Mikrostruktur geht und das so präzise macht, dass es eine Kaltschweißung zwischen einem 3 mm, 3, 2,5 mm oder 2 mm Schaft in einem Schacht gibt. Durch die Kaltschweißung entsteht natürlich eine intime Verbindung zwischen 2 Oberflächen aus dem gleichen Metall. Das heißt, ich setze den Schaft in den Schacht. Schaft und Schacht sind aus dem gleichen Metall, Titan. Durch das Klopfen breche ich die Oxidationsschicht
und entwickle dadurch eine Kaltschweißung. Antirotation, Antiinfiltration, sehr wichtig, bakterielle Versiegelung und keine Mikrobewegungen. Das hat ja vor vielen Jahren schon Professor Zippisch gezeigt in einem seiner Vorträgen, dass das Balkonsystem eigentlich das einzige ist, das keine Mikrobewegung hat. Ähnliche Systeme wie Ankylos sind auch sehr gute Systeme, haben aber einen Morse-Tapper. Und dieser Morse-Tapper hält in der Konnektion durch eine Schraube wieder mal. Also hier zwischen Abutment und Implantat gibt es keine Schraube. So, jetzt gehen wir auf das Klinische, weil das Theoretische ist immer sehr interessant, ist wichtig zu wissen, die Forschung ist sehr wichtig, aber was passiert eigentlich klinisch gesehen mit diesem Implantatdesign? Wir sehen hier auf dieser Grafik drei verschiedene Implantatdesigns, nicht vom Körper, das ist die Fixture des Implantats, nicht das Schraubensystem und nicht das Plateau. Wir schauen uns jetzt das an, was das Crest-Modul ist. Was ist das Crest-Modul? Das ist ganz einfach die Geometrie oder das Design eines Implantates am Kieferkamm. Der Kieferkamm ist immer eine große Problematik in der Implantologie. Wir starten jedes Mal vom Kieferkamm. Okay, Kieferkammreduzierung bedeutet Periimplantitis. Kieferkammreduzierung bedeutet Problematik in einem Implantat. Wie kann man vermeiden, dass wir an diesem Niveau am Kiefer solche Problematiken haben? Die Geometrie, wieder mal, spielt eine sehr große Rolle. In dem ersten Bild sehen wir ganz einfach diese trompetenförmige Konstruktion, die dann konvergiert außerhalb einer Struktur, die sehr viel Platz einnimmt am Kiefer. Das bedeutet, hier werden wir ein bisschen Problematiken haben, wenn wir natürlich ein Implantat neben dem anderen einsetzen wollen und 3 mm Abstand respektieren wollen. Beim zylinderförmigen Implantat, beim zylinderförmigen Design am Kieferkamm, reduziert sich natürlich die Anwesenheit des Titans am Kiefer sehr. Aber das Ideale ist natürlich, eine konvergierende Struktur zu haben, die natürlich mit dem Kiefer sehr wenig zu tun hat. Also wir setzen ein Implantat ein, reduzieren die Präsenz des Implantats am Kiefer so sehr, dass wir einen Knochen wiederbilden können, wo sich natürlich das Weichgewebe aufsetzen kann. Dass wir so wenig Präsenz haben von diesem Implantat am Kiefer, dass wir viel weniger Problematiken haben mit einer eventuellen Periimplantitis. Periimplantitis, erinnern wir uns wieder dran, ist, wenn das Implantat und die Implantatoberfläche infiziert wird und dadurch auch die Struktur ein Risiko annimmt. So, verschiedene Crest-Modules sehen wir ja tagtäglich. Warum gibt es diese verschiedenen Crest-Modules? Weil verschiedene Designs versuchen, so wenig wie möglich Präsenz zu haben oder so stabil wie möglich am Kieferkamm zu sein, um diese Problematiken der Periimplantitis zu vermeiden. Wir haben natürlich sehr viele Studien gemacht, schon in den 90er Jahren haben wir diese herrliche FIM-Studie gemacht im Europäischen Zentrum in Ispra. Ingenieur Paracchini war so nett und hat uns verschiedene Geometrien gezeigt, was so alles passiert am Kieferkamm, an Kieferkammhöhe und welche Kraftbelastung wir eigentlich am Kieferkamm haben. Und da sehen wir, dass verschiedene Designs doch verschiedene Kraftbelastungen zeigen. In unserem Implantatdesign sehen wir, dass die subkristalle Implantateinsetzung überhaupt keine Kraftbelastung hat am Kiefer. Das ist natürlich der große Unterschied, die große Eigenart dieses Implantats, des subkristallen Implantats, dass wir eine reduzierte Präsenz des Implantatkörpers haben. Der Körper des Implantats, die Fixture, hat keine Konnektion, keine Verbindung zur Außenwelt. Wie wir hier sehen auf diesen Bildern, oben links sehen wir, dass das Implantat 2 bis 3 mm unter dem Kieferkamm eingesetzt wird. Der Durchtrittsprofil
3 mm breit ist oder dünn ist, das Implantat, das eingesetzt wurde, 6 mm Durchmesser hatte. So, wir haben eine 6 mm Osteotomie hergestellt und dann haben wir nach 3 Monaten auf einmal ein Durchtrittsprofil, das nur 3 mm ist. Das ist keine Magie, das ist ganz einfach eine Veränderung der Geometrien oder eine andere Geometrie, die man generell nicht kennt. Und das ist natürlich diese Plattform-Switching am Implantathals, das ausschlaggebend ist. Warum? Wir brauchen natürlich Präsenz des Knochens, um Weichgewebe aufzusetzen. Wenn wir da ein 6 mm Implantat suprarestal oder transmukos gehabt hätten, hätten wir 6 mm Knochen eingenommen. Wir hätten also dem Knochen kaum Platz gegeben, um überhaupt dort eine Papilla aufsetzen zu können, ein Weichgewebe aufsetzen zu können. Der andere Vorteil des Plateaus und der Plattform-Switching am Kieferkamm ist natürlich, dass die zwei Implantate so nah aneinander verbunden werden können, dass das Dogma von 3 mm Abstand zwischen einem und einem anderen Implantat in diesem Fall wirklich entfällt. Weil wir gucken einfach nur darauf, was da passiert am Kiefer. Was passiert am Kiefer? Da sind auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, sehen wir ein Bild, wo zwei Implantate sehr nah eingesetzt wurden, 5 mm Durchmesserimplantate und dann haben wir ein 3 mm Durchtrittsprofil und zwischen den zwei Konnektionen haben wir natürlich wieder Knochenbildung, die sich nach 3 Monaten weiterbildet. Wie kann so etwas passieren? Das ist eine andere Eigenart dieses Implantatsystems. Während der Chirurgie wird der Eigenknochen gesammelt und dann nach dem Einsetzen des Implantats über das Implantat gesetzt. Das heißt, protegierte Ausheilung des Implantats. Es ist total vom Knochen abgedeckt und deswegen bildet sich dann wieder Knochen zwischen dem einen und dem anderen Konnektionsgeschiebe. So, wie wir hier sehen können, wenn ihr euch das anschaut, wir haben diese zwei Designs, diese zwei Implantate, wenn die sehr nah aneinander liegen, wird am Kieferkamm wirklich keine enge Verbindung sein zwischen den zwei Implantaten. Und wir haben wieder diesen Abstand da, den wir benötigen, um hier am Kiefer natürlich dann zwischen den zwei Implantaten das notwendige, den notwendigen Knochen haben zu können. Wie sieht es denn klinisch aus? Was ist denn der große Vorteil von subkristallen Implantatsystemen? Subkristallen Implantatsysteme klinisch gesehen und prothetisch gesehen haben den großen Vorteil, dass sie mit der Prothetik wirklich gar nichts zu tun haben. Die sind einfach im Knochen eingebettet, abgedeckt und dann haben wir den Aufbau. Und hier sehen wir den großen Unterschied zwischen einem Transmukosenimplantat und einem Subkristallenimplantat. Abdeckung, was passiert nach einigen Jahren? Wie wir sehen, wir haben eine Rezession des Weichgewebes am Transmukosenimplantat ist eine Problematik, die man nicht so einfach lösen kann, weil da, was wir da sehen, diese graue Linie, ist natürlich das Implantathals. Das steht aus dem Weichgewebe raus und dann gibt es nur noch mukogengivale Chirurgien zu machen, wenn das überhaupt funktioniert. Und dann sehen wir in dem anderen Implantat, in der Krone, ja, sehen wir, dass diese Krone eine Exposition hat, aber von dem Abutment und nicht von dem Implantat. Was kann man da machen? Mit dem Transmukosen, wie gesagt, sehr wenig. Mit dem anderen System, dem subkristallen Implantatsystem, entzieht man einfach nur die Krone, verbessert den Durchtrittsprofil, den ästhetischen Durchtrittsprofil im Labor oder auch in der Praxis kann man das machen, wer ein bisschen Erfahrung mit diesen Systemen hat und mit diesem Material, verlängert einfach den Durchtrittsprofil, die Ästhetik, setzt das Abutment wieder ein und das Problem ist gelöst. Das ist der große Vorteil, klinisch gesehen, und der große Unterschied zwischen Transmukosen, Suprakristallen und Subkristallen, Implantatsystemen. Die andere Problematik besteht natürlich, wenn man atrophischen Knochen hat. In atrophischen Knochensituationen kommt wieder mal die Charakteristik der Plattform-Switching am Implantatshals zum Vorschein. Und
das Einsetzen Subkristall ist ausschlaggebend, weil wir wie in diesem Fall sehr wenig Knochensubstanz zur Verfügung haben in den ersten Millimetern. Das bedeutet, wenn wir ein Kurzimplantat haben, das so eine Geometrie hat, wie wir von allen Schraubensystemimplantaten kennen, wo der Durchmesser des Implantats am Hals der gleiche ist wie der Körper, dann haben wir diese große Problematik, dass wir jedes Mal eine Exposition haben werden des Implantathalses. Was natürlich nicht der Fall ist, wenn wir natürlich eine konvergierende Schulter haben, kann man das Implantat leicht unter dem Kieferkamm einsetzen und total einbetten in den nativen Knochen. Was auf der anderen Seite natürlich nicht der Fall ist, da braucht man eine GBR und da muss man natürlich wieder einen Knochenaufbau machen. Das bedeutet, Kurzimplantat, ja, kann man einsetzen, aber man braucht wieder einen Knochenaufbau. In der anderen Situation, Kurzimplantat, Shortimplantat, würde ich sagen, Short, nicht kurz, Shortimplant, ja, Knochenaufbau, nein. Warum? Ich vermeide ganz einfach die Exposition des Implantathaltes, da ich in die Tiefe gehen kann und da ich eine Reduzierung des Durchmessers am Implantathals habe. Histologie, Histomorphologie von Massimiliano Simeone zeigt natürlich jetzt aktuell das, was die Problematiken sind von GBRs. Wie wir wissen, was entsteht dort? Knochen oder entsteht kein Knochen? Resorption nach Jahren haben sehr viele Situationen, sehr viele Fälle. Deswegen ist das immer wieder ein kritischer Moment, Knochenaufbau, GBR am bukalen Bereich zu machen oder es vermeiden zu können. Klinisch gesehen, wie sieht das wieder aus? Radiologisch sehen wir hier, dass in beiden Fällen das Implantat in den Knochen eingesetzt ist, aber in dem rechten Fall, dem Transmukosenimplantatsystem, sehen wir, dass eigentlich bukal sehr viel Knochen fehlt. Klinisch gesehen sieht das so aus. Das ist die Situation. Wir haben eine Exposition des Implantats, was sehr oft passiert mit solchen Systemen. Ja, das Implantat sitzt fest im Knochen, da ist keine Mobilität, aber die Problematik ist das Weichgewebe, ist die Periimplantitis und die muss man die ganze Zeit wieder kurieren. Das bedeutet, man hat eine Intervention von diesen Fällen die ganze Zeit. Man muss anderen kontrollieren, was passiert. Das Weichgewebe sieht niemals so ästhetisch gut aus wie am Anfang. Eine Reduktion, eine Resorption des Knochens ist immer wieder vorhanden. Man kann es stoppen, aber ästhetisch gesehen ist das die Endsituation. Und die kann man wirklich nicht ändern. Auch nicht mit mukogengivalen Chirurgien. Eine Simulierung von dem, was Suprakristall versus Subkristall heißt, das ist mit dem gleichen System, mit dem Implantat, mit dem Beigo-Implantat, zeige ich hier, dass wenn wir einen sehr dünnen Kieferkamm haben, die Position wäre für eine suprakristalle Implantateinsetzung. Da würden wirklich ein Drittel von dem Implantat und der ganze Implantathals außerhalb des Kieferkamms stecken und stehen. Da braucht man natürlich, wie gesagt, Knochenaufbau, was sehr, sehr schwer ist in diesem Fall, weil, wie ihr seht, das ist ein Oberkiefer. Im Oberkiefer besonders Edentulismus, also da gibt es keine Zähne, die dann dieses Implantat und den Knochenaufbau schützen. Was hat der Patient als Provisorium, herausnehmbare Prothetik, die komprimiert natürlich dann auf alles, was wir machen. Und dann ist das auch kein gutes Komfort für den Patienten, die Ausheilung einer GBR aushalten zu können. Da müsste man natürlich 2 Monate ohne Prothetik rumlaufen. Der Unterschied ist ganz einfach Subkristall. Wir schieben das Implantat in die Tiefe. Wir gehen 2, 3, 4 Millimeter unterhalb des Kieferkamms, decken das Implantat komplett in den nativen Knochen ein und protegieren das Ganze mit einem Knochenaufbau. Ein Fall von einem Kollegen aus Spanien, hier wie wir sehen können, das war eine Sofortimplantation von Schraubensystemimplantaten, Transmukos, die leider für den Patienten verloren gegangen sind nach einem Jahr aus biomechanischen Problematiken oder Periimplantitis-Problem und ersetzt worden von
von den beiden Implantaten. Und wie wir sehen, sind verschiedene Implantattiefen zu sehen. Ein Implantat sehr tief eingesetzt auf der linken Seite des Patienten. Weniger tief rechts, Knochenaufbau, leichter Knochenaufbau mit einem Internal Sinus auf der rechten Seite des Patienten. Aber wie wir sehen, das Implantat kann als subkristalles Implantat in verschiedenen Tiefen eingesetzt werden. Warum das möglich ist, ist natürlich, weil wir zwischen der Konnektion des Implantats und dem Abutments, wie gesagt, eine Kaltschweißung haben, die uns eine bakterielle Versiegelung garantieren, dazu keine Mikromovimente haben, keine Mikrobewegungen zwischen dem Abutment und dem Implantat. Dann können wir natürlich auch bedenken, dass wir eine 1 zu 5, 5 zu 1, 4 zu 1, 3 zu 1 Kronenimplantat-Ratio haben können. Das ist natürlich dann der große Vorteil, wenn wir eine Resorption haben, wie auf der rechten Seite des Bildes. Da sehen wir natürlich, dass das Implantat in einer extremen Atrophie im posterioren Molarenbereich eingesetzt wurde. Und das ist der große Vorteil von diesen Implantaten, von diesem Implantatdesign, von dem Plateau-Implantatdesign, wo wir wissen, biomechanisch und wir wissen auch klinisch gesehen seit 35 Jahren, dass diese Art von Einsetzung, diese biomechanische Kraftverteilung wirklich sehr gut funktioniert. Und dadurch können wir diese Ratios erreichen, einfach erreichen. Wir haben verschiedene Studien darüber gemacht und wie gesagt, das ist eine von den Studien, die wir hier aufzeigen, wo wir eine fast 5 zu 1 Implantat-Kronen-Ratio aufweisen können, nach einem Jahr, nach 5 Jahren, nach 9 Jahren, nach 15 Jahren. So, das Wichtige ist natürlich, wie gesagt, die Plattform-Switching. Plattform-Switching am Implantat-Hals und Plattform-Switching dann auch noch am Abutment. Ja, weil das reduziert unsere Präsenz, die Präsenz des Implantats am Kiefer. So wie wir in der Komparation sehen können zwischen einem zylinderförmigen Implantat und einem Plateau-Implantat mit Plattform-Switching. Da ist natürlich der Kiefer, hat die Möglichkeit, zwischen diesen zwei Strukturen sich einsetzen zu können und dazu auch das Weichgewebe. Hier haben wir die Charakteristiken nochmal. Das ideale Crestis-Modul ist natürlich die Plattform-Switching in beiden Seiten, das heißt prothetisch gesehen Plattform-Switching und am Implantathals das Gleiche. Die bakterielle Versiegelung ist ausschlaggebend, sonst kann man alles, was ihr seht, Implantat in die Tiefe setzen, unter dem Kieferkamm, nicht machen, wenn da keine bakterielle Versiegelung wäre. Das ist also eine Garantie dafür. Hier sehen wir sehr viele Fälle, die wir publiziert haben, zwischen 5, 9 und 15 Jahren. Das sind die ganzen Aufnahmen, die wir hier zeigen jedes Mal. Und was dann ausschlaggebend und wichtig ist, wie im Oberkiefer zum Beispiel, da haben wir natürlich eine reduzierte Höhe des Knochens gehabt, dann kann man sagen, okay, wir brauchen Short-Implantat in diesem Fall. Aber im Unterkiefer sehen wir, dass wir wirklich Strukturen, Knochenstrukturen haben bis zu 15 mm Höhe. Warum haben wir da Kurzimplantate eingesetzt? Warum setzt man da Short-Implantate ein? Warum geht man da nicht länger? Warum sollte man länger gehen? Warum will man traumatischer sein, als man sein muss? Hier in Deutschland wird ja sehr viel über minimale invasive Chirurgie geredet. Minimale invasive Chirurgie heißt auch, ich habe 15 mm Knochen, ich bohre nur 6 mm oder 8 mm. Warum muss ich 15 mm bohren? Das ist traumatisch. Also reduziert. Reduzierte Chirurgie, reduzierte Bohrung heißt minimal invasiv arbeiten. Das ist auch ausschlaggebend. So, dann haben wir natürlich die anderen Vorteile eines Plateaus. Das Plateau wird ja nicht direkt eingeschraubt, es wird ja in den Knochen eingeklopft. Das hat auch seine großen Vorteile. Einklopfen bedeutet auch, wenn ich Engstände habe, sehr eng zwischen den zwei natürlichen Zehen arbeiten muss, dann bohre ich nicht zwischen den zwei Alveolarkavitäten, aber ich komprimiere, ich drücke das Implantat rein und schneide die vitalen Strukturen der Nachbarzähne nicht. Ich komprimiere sie leicht. Das ist wie ein
eine Kieferchirurgie, wie eine Kieferorthopädie zu machen. Ich sage, ich brauche ein bisschen Platz, Jungs. Ja, und die zwei natürlich in Zähne lassen mich da rein und lassen natürlich die Ausheilung dann so wirken, dass es einfach nur eine Kompression ist, okay, wo die natürlichen Zähne ganz gut reagieren, weil ich kein Trauma bewirkt habe durch das Schneiden. Ne? Ich habe einfach das Implantat eingesetzt und eingeklopft in eine Situation, die sehr eng war. So wie wir hier in diesem Fall sehen, was ist eine Plattform-Switching? Hier sehen wir den großen Vorteil. Ein Patient, der einen Motorradunfall gehabt hat, wie so oft in Rom passiert. Das ist was ganz Normales, da fallen sehr viele mit dem Motorrad hin. Ein junger Mann, der vorher vier natürliche Zähne gehabt hat, ist überall hingegangen zu anderen Kollegen, zu sehr vielen Kollegen und hat gesagt, okay, ich müsste gern wieder vier Zähne hier haben. Und die meisten haben gesagt, es geht nicht, wir müssen 3 mm Abstand halten. Da ist kein Platz für vier Zähne, wir können 2 Implantate einsetzen und eine Brücke daraus bilden. Aber hier sehen wir wieder mal, was der große Vorteil ist von der Plattform-Switching, von dieser Geometrie, wo das Implantat unter dem Kieferkamm eingesetzt wird, wo dann auf einmal am Kieferkamm nur 2 mm des Implantathalses sich einsetzen, anstatt 3,5, wie das Implantat, wie der Implantat, die Implantat-Fixture ist und wo die Implantate sehr nah aneinander liegen. Das ist auch der große Vorteil, man kann sie sehr nah aneinander setzen oder nah an den natürlichen Wurzeln setzen, weil es ist ein Plateau-Design. Wie gesagt, nochmal, wir haben hier was ganz Besonderes, das sind die Heilungskammern. Die Heilungskammern geben natürlich dem Knochen den Vorteil, dass hier horizontal der Knochen eingesetzt wird und dadurch ich mit den Implantaten sehr nah aneinander gehen kann und trotzdem ein großer Abstand zwischen dem einen, der einen und der anderen Kammer entsteht. Die Plattform-Switching auf dem Abutment ist natürlich dafür da, um dann die Form, dem Weichgewebe die Form zu geben, um dann ästhetisch dann auch Pupillen zu bilden. Ne? Wie wir wissen, biologische Weite, was ist die biologische Weite? Biologische Weite ist nichts anderes als eine Plattform zu haben eines Knochens, das in Relation 1,55:1 eine Papilla bilden kann. Also wir brauchen eine horizontale Knochenoberfläche, die größer ist als die Höhe der Papilla, die ich entwickeln will. Das kann natürlich nicht sein bei bestimmten Implantatdesigns, die vertikal aus dem Kieferkamm rauskommen. Da gibt es keine vertikale, keine horizontale Breite mehr. Also die Biological Width, die horizontale Breite existiert nur, wenn ich dem Knochen die Möglichkeit gebe, auch horizontal wieder einzuwachsen, wie in dieser Grafik, wie man da sehr schön sehen kann. So, klinisch gesehen wieder mal, was ist der große Vorteil? Man bildet Durchtrittsprofile des Weichgewebes, die so ähnlich sind wie die natürlichen Zähne, wie in diesen zwei Molaren. Der erste Molar ist ein natürlicher Zahn, der zweite Molar ist ein Implantat. Na, da sieht man wirklich sehr schön, wie das Implantat, ein 6 mm Durchmesserimplantat, sich auf 3 mm am Kieferkamm reduziert. Und dann haben wir wieder eine andere Plattform-Switch in 6,5 mm. Am Abutment, wo dann natürlich dann die Krone entscheidet, wie das Weichgewebe dann ästhetisch aussieht und sich ausbessert. Und hier haben wir sehr viele andere Beispiele, wo wir Papillenformung haben, wo es vorher keine Papillen gab und hier gibt es auf einmal Papillen oder Engstände, wie in diesem Fall, wo wir natürlich, wenn wir ein transmukoses Implantat gehabt hätten oder ein suprakristalles, den Platz eingenommen hätten, der diesen dünnen Kieferkamm ausmacht. Und der dünne Kieferkamm gibt uns natürlich die Möglichkeit, das Weichgewebe dann aufsetzen zu lassen und Papillen zu bilden. Das ist sehr wichtig in der Implantologie, dass wir überhaupt Platz haben für die Papillen, ne, und das für das Weichgewebe. Deswegen gibt es auch diese doppelte Plattform-Switching. Und Sie haben ja unendliche Beispiele. Ich kann euch tausende von Bildern und Aufnahmen zeigen, die wir in den Jahren, in den letzten 25 Jahren gemacht haben. Und die Situation, wenn man weiß, wie das Implantat einzusetzen ist und wenn man die Lernkurve dazu hat und dahin kommt zu wissen, dass dieses Short-Implantat wirklich große, große Vorteile hat im Verhältnis zu anderen Kurzimplantaten,
und zu den Standardimplantaten, dann kann man die natürlich in allen Situationen, allen klinischen Situationen benutzen, wie auch in diesem Fall Engstand, wie ich vorhin schon gesagt habe. Sehr dünne Implantate, ja, 3,5 mm, aber die reduzieren sich auf 2 mm am Kieferkamm nochmal. Und die Patientin, die vorher noch nie eine Papilla gesehen hat in dieser Regio, hat auf einmal Papillen. Was haben wir gemacht? Mukogingivale Chirurgie? Nein, haben wir nicht gemacht. Das ist einfach nur Einsetzen eines Implantatdesigns, das dem Weichgewebe erlaubt, in den Platz reinzuwachsen, das es benötigt. Und dann haben wir die Ästhetik wieder. Und hier sehen wir das nochmal, was ich vorhin schon angedeutet habe, das Implantat, ein Pressfit eingesetzt zwischen den zwei Wurzeln. Wichtig ist auch hier das zu sehen, warum hier kurz, warum sagt man, ah, du hast doch genügend Knochen, wo habe ich denn genügend Knochen? Das war eine Kieferorthopädie, die Zähne wurden zwar bewegt, mesodistal, aber nicht die Wurzeln. Deswegen, wenn ich da einen Millimeter tiefer gegangen wäre, wäre ich natürlich in einem Wurzel gelandet. Deswegen ist das auch wieder mal was Wichtiges, Kurzimplantate zu haben, auch in solchen Fällen. Je kürzer du gehst, desto atraumatischer bist du. Und das ist dabei wirklich ausschlaggebend. Ne? Aber wie gesagt, wichtig ist immer wieder diese doppelte Plattform-Switch. Ich wiederhole das jedes Mal, Crest-Module. Da wissen sehr wenige davon, aber wenn ihr in der Literatur schaut, fängt es jetzt endlich an, wichtig zu werden und interessant zu werden. Die meisten reden nicht davon, weil sie es nicht haben. Das ist das Hauptproblem. So, wir haben es und wie wir sehen, haben wir hier Papillenbildung. Und manchmal sehen die Papillenbildung am Implantat viel besser aus als auf den natürlichen Zähnen. Ja, das passiert auch. Einzelkronenversorgung, warum macht man das? Weil der Patient natürlich das Geld dafür hat, das haben will, Einzelzähne haben will. Und dann ist man natürlich wieder dazu bereit, Papillen zu formen. Hier, der Patient hat keine Papillen gesehen für viele Jahre und die bilden sich. Und wie wir sehen, Follow-up, sofort nach der Implantation, sofort nach der Kroneneinsetzung, dann kommt es auf einmal, das Weichgewebe. Das kommt irgendwo hin. Wo kommt das denn hin? Das legt sich dahin, wo es Platz hat, wo wir mit unserer Plattform-Switching den Weichgewebe die Möglichkeit gegeben haben, die leeren Spaces, ne, zu füllen. Okay? Gut, und andere Charakteristik von Short-Implantaten, die subkristall eingesetzt werden. Das ist ein Patient, der raucht 60 Zigaretten am Tag und wir haben den Patienten trotzdem Implantate eingesetzt. Warum funktioniert ein subkristalles Implantatsystem in solchen Fällen? Warum ist das für uns nicht so kritisch, weil wir damit handhaben können? Wo ist das denn das große Problem des Rauchers? Es ist natürlich im Weichgewebe, in der peripherischen Blutversorgung, aber nicht im Knochen. Der Knochen für sich, ich habe sehr viele Schwerraucher gesehen und behandelt, sie haben sehr schönen Knochen. Aber das Problem ist das Weichgewebe. Da fängt das Problem an. Mukositis, ja, wie in dem Fall von diesem Patienten, ja. Aber nichts anderes, weil die Periimplantitis ist sehr schwer, dass dieser Patient eine Periimplantitis haben kann, weil wir wussten schon von vornherein, dass der Patient Schwerraucher ist. Und wir haben die Implantate einfach nur 4 mm oder 5 mm unter den Kieferkamm eingesetzt, damit während der Ausheilungsphase dem Implantat nichts passiert. Ja, was haben wir gehabt? Problematiken bei der Ausheilung mit dem Weichgewebe? Ja. Exposition von was? Vom Kieferkamm? Ja. Reduzierung des Knochens während der Ausheilung? Kann sein. Aber was ist mit dem Implantat ausgeheilt? Und deswegen haben wir diese gute Erfolgsquote mit Rauchern. So, das letzte nochmal, Einzelkronenversorgung, wieder mal eine Patientin, die keine Papillen gekannt hat und auf einmal hat sie Papillen. Das untere Bild zeige ich, auch wenn es total mit Plaque verschmiert ist, die ganzen Kronen, aber schaut euch das Weichgewebe an. Die Patientin kam für 2 Jahre nicht zur Nachversorgung, war natürlich
wusste nicht mit Einzelchoren anzufangen, weil sie seit 20 Jahren keine Einzelchoren, eine Einzelszene mehr gehabt hatte, hat sich nicht sehr schön, sehr gut hygienisch die Zähne behandelt. Aber wir sehen Plaque, sehr viel Plaque. Wo geht's hin? In die Tiefe? Nein, da gibt es keine Probleme, weil da ist eine Weichgewebemanschette genau da, wo wir es brauchen, und das ist genau da, wo die Plattform-Switching ist. Da gibt es eine Weichgewebemanschette, wo sich das Konnektivgewebe sehr eng umschlingt, um das, was der enge Durchtrittsprofil ist, und zwar der Schaft des Abutments. Okay? Da umschlingt sich das Weichgewebe und vermeidet sehr oft, dass das Mukositis zu einer Perimplantitis wird. So, als letztes nochmal, wir wissen ganz genau, warum reden wir heutzutage über Kurzimplantate, warum ist das überhaupt Mode geworden, weil bei atrophischen Knochensituationen wollen wir natürlich Kurzimplantate benutzen. Aber wie gesagt, ich habe gesagt, wenn Kurzimplantate bestimmte Charakteristiken haben, wie Subkristall und bakterielle Versiegelung, kann man sie in allen Situationen benutzen. Minimalinvasiv sein und das Implantat einfach nur unter dem Kieferkamm zu setzen. Es ist, wenn ich 15 mm Knochenhöhe habe, dann setze ich einfach ein 5 mm langes Implantat ein, 3 mm unter dem Kieferkamm. Viel wichtiger, das Implantat 3 mm unter dem Kieferkamm zu haben, als ein mit dem gleichen Design langes Implantat von 8 oder 11 mm. Das spielt überhaupt keine Rolle, biomechanisch gesehen, für diese Implantatdesigns. So, aber ganz schnell mit atrophischen Situationen kämpft man natürlich heutzutage. Was macht man da? Da kann man nicht viel machen. Wir kurieren Patienten, die sind 80, 85 Jahre alt, die wollen in den letzten Jahren ihres Lebens noch was Festes haben und wollen von uns verlangen, dass wir atraumatisch arbeiten. Dann können wir nicht dahin gehen und sagen, ja, wir machen hier einen Knochenaufbau von hier, von der Region des Körpers. Die wollen einfach nur wirklich in den letzten Jahren noch sehr schön kauen und überleben und leben können. Und das kann man mit 4 Kurzimplantaten machen, Short-Implantat. Wir haben jetzt Studien schon über 5 Jahre und über 7, über 8 Jahre. Die 5-jährigen Studien sind schon publiziert worden, die 8-jährigen sind gerade in der Phase der Publizierung. Aber wir zeigen natürlich auch, dass so etwas zustande kommen kann, dass wir mit dem richtigen Implantat-Design Short arbeiten können, Short zeigen können, dass langfristig der Kieferkamm da bleibt, wo er zu bleiben hat. Ausschlaggebend ist natürlich, wie in diesen Fällen natürlich dann auch die Selektion der prothetischen Aufbauten. Da muss man natürlich auch damit rechnen, dass man Metal-Free-Materialien benutzt, wie in diesem Fall, die sehr elastisch sind und die Implantate nicht zu sehr überbelasten mit ihrer eigenen Struktur. Ja, ich würde euch jetzt gerne eine praktische Demonstration zeigen von Implantateinsetzung eines Plateau-Design-Implantats wie Bicon Dental Implants. Wir haben ein Kit, das besteht aus den üblichen Bohrern, den High-Speed-Bohrern, das ist natürlich nur der Pilotenbohrer, und dann ändert sich das, was die Geometrie, die normale Geometrie der Bohrer ist. Das ist eine ganz andere Art von Bohrern, wir werden es nachher sehen. Das Ausschlaggebende von diesem Kit ist ganz einfach, dass man hier mit 95% der Chirurgien und auch der Prothetikversorgung machen kann. Also alles, was ihr hier seht, ist ausreichend für Implantateinsetzung, für Expansion auch, für Splitting-Prozeduren. Also das ist ein ganz kleiner Kit mit sehr vielen Instrumenten. Besonderheit des Instrumenten, der Instrumente, das sind alles, die sind alle aus Titan, aus dem gleichen Titan gemacht wie die Implantate und die Abutments. Die Bohrer, die schnellschneidenden Bohrer sind natürlich die einzigen, die aus Metall sind, das sind Metallbohrer. Die können bis zu 20 Mal schneiden, aber alle anderen, diese mechanischen Bohrer, die wir hier sehen, schneiden bis 200 Osteotomien.
haben keine interne Wasserkühlung. Das bedeutet, man kann sie sehr schön sterilisieren. Und wir sehen das jetzt auf dem Modell, wie die einzelnen Bohrer funktionieren. Schnellbohrung ist 1100 Umdrehungen die Minute. Der Pilotenbohrer schneidet an der Spitze, aber nicht an den Seiten, schneidet nur an der Spitze. Ist eigentlich dafür da, für dieses System, dafür gedacht, durch die Kortikal zu schneiden, also die Kortikal zu durchbrechen. Wir nehmen jetzt an, wir machen hier einen Molaren. Und schneiden in die Tiefe. Wie tief geht's? Wir wollen ein 4,5 mm Implantat einsetzen, 4,5 mm Durchmesser mal 6 mm Länge. Das sieht in der Originalverpackung so aus. So, 4,5 auf dem Modell, auf dem Kupfermodell sieht das dann so klein aus. Aber sehr fein, arbeitet sehr gut, wie ich euch schon vorhin theoretisch dargestellt habe und mit den Fallstudien. Es ist wirklich ein Implantat, das seit über 35 Jahren sehr schöne klinische Darstellung hat. Also, der Bohrer hat Marker 6 mm, 8 mm, 11 mm und 14. Für was brauchen wir die längeren 11 und 14 mm? Manchmal benötigt man auch längere Implantate dieser Art, besonders bei Sofortimplantationen oder bei Sofortbelastung. Aber darauf kommen wir dann später. So, die Bohrung in diesem Fall bei einem 6 mm kurzen Implantat, es ist subkristall. Das bedeutet, ich setze das Implantat mindestens 1 mm unter Kieferkamm. Ideal wäre 2 mm bis 3 mm. Das kommt natürlich auf die Quantität der Knochenhöhe an, aber generell in solchen Fällen, wie ich hier zeige, haben wir mindestens unsere 8, 9 mm. Das bedeutet, dass ich bei 8, 9 mm schon kritisch arbeite, besonders bei Schnellbohrenden und bei Bohrern, die nur an der Spitze arbeiten. Ich will dann natürlich nicht die Kieferhöhle perforieren. Deswegen sagte ich auch vorhin, der Pilotenbohrer ist dafür da, die Kortikal zu durchschneiden. Wenn wir natürlich die richtige Knochenhöhe haben, dann können wir natürlich auf 8 mm sofort gehen, auch mit dem Pilotenbohrer. Aber es ist nicht notwendig. Man kann auch bis 6 mm bohren, einfach nur durch die Kortikal ein bisschen mehr in die Spongiosa und der Rest wird dann von den mechanischen Bohrern erledigt. Einfach nur wechseln. Auch die Geschwindigkeit ändert sich komplett. Wir reduzieren die Geschwindigkeit auf 50 Umdrehungen die Minute. Besonderheit dieser Bohrer besteht darin, dass sie nicht an der Spitze schneiden. Da schneidet gar nichts. Ich kann draufdrücken, es dreht sich, der Bohrer dreht sich und mir passiert gar nichts, absolut keine Schnittfläche an der Spitze. Ist die Schnittfläche notwendig? Nein, wenn man schon die Kortikal durchbrochen hat, ist man ja jetzt in der Spongiosa. Und einfach nur durch Kompression kommt man in die Tiefe bis zu 8 mm. Nehmen wir an, wir wollen hier den 4,5 mal 6er in einer 8 mm Höhe einsetzen, wo dann der Sinusboden anfängt. Haben wir keine große Problematik, weil wir haben ein Sicherheitsprotokoll. Das sind die mechanischen Bohrer. Die schneiden einfach nicht die Kortikal durch. Das bleiben also praktisch stehen. Schneiden nicht weiter, wenn der Knochen härter wird, wenn das zu einem D1-Knochen wird. So. Sehr langsam schneidend. Das ist die erste Charakteristik. Zweite, schneidet nicht an der Spitze. Drei, sammelt den Eigenknochen und er wird dann in einem Dappen gesammelt und dann wieder benutzt, dieser Eigenknochen. Die Bohrungen sind immer 0,5 mm Durchmesser Erhöhung. Da sollte man nicht springen, weil man natürlich den Knochen nicht überhitzen will. Die andere Eigenart ist natürlich, wie ihr seht, naja, sieht man nicht auf dem Modell, aber wie man bei unseren Videos sieht,
Da gibt es keine Wasserkühlung, keine externe, keine interne Wasserkühlung. Man arbeitet also mit dem Patienten schön ruhig. Physiologische Kochsalzlösung ist nicht nah und im Mund. Das Wichtige ist natürlich, dass wir sehr langsam arbeiten und jederzeit korrigieren können. Das geht auch noch dazu. Das bedeutet, wenn ich mit Schnellbohrern arbeite, dann ist es 1, 2, 3 und wenn ich zu vestibulär oder zu bukal, zu mesial oder zu distal wäre, dann könnte ich gar nichts mehr ändern. Hier ändere ich immer noch meine Osteotomie, einfach nur die Veränderung innerhalb des Spongiosenknochens und verändere meine Angulation. Ich kann sie also die ganze Zeit verbessern und dann prothetisch korrekt vorgehen. Das ist sehr wichtig, weil man sollte nicht einfach nur blind drauf losbohren. Man muss jedes Mal die Achse berücksichtigen, die man braucht für die Aufbauten nach der Aufklappung. Also wie gesagt, nochmal, ich kann mehr distal, mehr vestibulär schneiden, mehr mesial oder mehr palatinal. Einfach nur in eine der Richtungen drücken oder einfach nur die Bohrer leicht verschieben und die schneiden dann in eine andere Richtung, die ich vorher falsch gemacht habe und die ich einfach korrigieren kann. Jederzeit kann es korrigiert werden, zu jeder Zeit. Und wie man sieht hier in diesen Flöten von den Bohrern, mechanischen Bohrern, die Kollektion des Eigenknochens, des autologen Knochens, was sehr wichtig ist. Wir nennen das immer das rote Gold. Was ausschlaggebend ist bei vielen Chirurgien, weil in Implantologie haben wir immer wieder einen Defekt, einen Vestibulärdefekt, einen Kristallendefekt, einen Mesodistalendefekt, den man sehr einfach ausgleichen kann in der ersten Chirurgie. Deswegen machen wir fast immer nur Two-Steps-Chirurgien. Also wir setzen das Implantat ein, der Knochen wird drüber gesetzt, drüber kommt das Periosteum, zugemacht, zugenäht und dann Goldstandard nach 3 Monaten, Ober- und Unterkiefer ist das Gleiche, nach 3 Monaten wird aufgeklappt. Und dann hat man natürlich schon diese Veränderung des Kieferkamms, was sehr wichtig ist, dass man mit Transmukose zum Beispiel nicht machen kann. Man bohrt dann da einfach rein, man weiß nicht, wie es ausschaltet in den ersten Millimeter am Kieferkamm. Als Implantat kann natürlich auch Transmukose eingesetzt werden, wenn man will. Man kann ein bisschen alles damit machen, aber wir sagen jedes Mal, benutzt das, was wirklich rar ist in Implantologie, und zwar den autologen Knochen, und bessert den Knochen in dem Moment aus, wo es wirklich notwendig ist, wenn man das Implantat einsetzt. So, das ist der letzte Bohrer, 4,5er, 8 mm Osteotomie. Ich will das Implantat 2 mm unter Kieferkamm einsetzen. So, deswegen ist eigentlich Picon, Striker Precision, Driscoll-Implantate. Driscoll ist der Erfinder, hat das Implantat schon 1968 entwickelt für das amerikanische Militär. Deswegen ist das ein alter Konzept, der nicht veraltet ist, sondern immer noch modern ist, weil sehr wenige Hersteller können das nachmachen, nachvollziehen, weil sehr viel Präzision dazu gehört. Gut, dann kommt das Implantat aus der sterilen Tüte raus. Das sieht dann so aus. Das ist ein Halter. Das ist ein Halter, der natürlich in der sterilen Box schon vorhanden ist, damit man das Implantat nicht selbst anfassen muss. Logischerweise wird das dann zum Implantat-Einsetzstift, Inserter, wird eingedrückt in die Osteotomie. Aber das ist natürlich nicht ausreichend, weil das Drücken bewirkt nicht die genügende Kraft, die ausreichende Kraft, um die Plateaus, die einzelnen Plateaus, diese Plateaus, das sind die Kanten, in die Osteotomie einzusetzen. Dazu kommt auch, dass die letzten Millimeter, die letzten 2 Plateaus, die sind reduziert im Durchmesser, wie auch der Implantathals. Also ist es ein wurzelförmiges Implantat. Die Osteotomien sind reduziert im Durchmesser am Apex, wie man hier im 5 mm Durchmesser sehr schön sehen kann, reduziert von 5 bis zur Spitze auf 4,7.
Okay. Das bedeutet, dass die Osteotomie eine Retention hat, die am Apikalen vorhanden ist. Und da muss man natürlich das Implantat einsetzen mit Einklopfen. Heilungspfosten, in einem Heilungspfosten sollte man nicht einklopfen, weil es natürlich dann dazu kommt, dass man die Einschubkraft nicht kontrollieren kann. Die kontrolliert man absolut nicht. Okay. Es ist auch so, dass das Original, die Originalverpackung immer getrennt war, der Heilungspfosten getrennt vom Implantat, um natürlich das zu vermeiden, was ich euch vorhin gezeigt habe. So, der wird entzogen, der Heilungspfosten, und direkt mit einem Inserter, Einsatzstift in den Schacht geklopft. Und dieser Einsatzpfosten, der muss natürlich auf dem Boden des Schachtes aufliegen und nicht an den Wänden. Und dann wieder mal kann man wieder mal die Direktion bis zum letzten Moment beim Einklopfen noch ändern. Also wenn ich sehe, dass ich trotzdem ein bisschen zu mesial gegangen bin, dann verändere ich einfach die Position, weil dieses Implantat jetzt komplett im spongiosen Knochen eingesetzt ist und nichts mit dem Hartknochen zu tun hat, mit der Kortikal. Also kann ich immer noch die Richtung ändern. Das ist sehr wichtig zu wissen, weil das ist ein großer Vorteil, wenn man es weiß. Wenn man es nicht weiß, klopft dann einfach rein und dann ist das Implantat zu distal, zu mesial und so weiter. So, einklopfen. Das hört sich natürlich im Mund ein bisschen besser an, also auf dem Tisch. Aber das ist die Einklopfphase. So, jetzt sehen wir, dass das Implantat unter dem Kieferkamm eingesetzt ist. Und der Heilungspfosten wird wieder eingesetzt. Und dieser Heilungspfosten wird geschnitten am Kieferkamm. Und da transformiert sich der Heilungspfosten, der Einsatzpfosten, Entschuldigung, zum Heilungspfosten. Einfach nur geschnitten am Kieferkamm. Und das war's. Und da ist jetzt der Schacht natürlich abgedeckt und protegiert. So, jetzt haben wir natürlich ein Gap, weil das ist eine Plattform-Switching. Das Implantat, 4,5 mm Durchmesser, reduziert sich am Hals auf 3 mm, ist aber 2 mm unterm Kiefer. Dann kommt natürlich der Heilungspfosten jetzt raus bis zum Kiefer, hat einen Durchmesser von 3 mm. Ich habe eine Osteotomie von 4,5 und einen Abdeckpfosten von 3 mm. So, den autologen Knochen, der wird dann aufgesetzt auf das Implantat. Wird dann auf das Implantat. Natürlich haben wir da einen Dappen dafür. Das mache ich jetzt, zeige ich einfach nur so. Das ist ja kein richtiger Knochen, das sind ja Späne hier. Dieser Knochen wird natürlich eingesetzt, wo wir diesen Gap haben. Das ist sehr wichtig, damit das Implantat protegiert ist. Und Restknochen kann überall eingesetzt werden, wenn da ein Defekt ist, vestibulär, mesial, distal. Wenn hier zum Beispiel eine Tasche ist vom Nachbarzahn, dann deckt man einfach, macht man die Tasche vorher natürlich sauber und dann kann man das mit dem autologen Knochen wieder reparieren. Also man kann sehr viele Sachen damit machen, wenn man autologen Knochen dann zur Verfügung hat. In D2 und D3 Knochen kommt sehr viel Knochen raus und leider muss man sehr viel von dem Knochen dann, überschüssigen Knochen, wegschmeißen. Aber das gehört dazu. Sehr oft passiert das so. Einige Mal braucht man sehr viel Knochen und dann ist man sehr froh darüber, dass man so viel autologen Knochen aus der Osteotomie rausgeholt hat. So, nach 3 Monaten, wie gesagt, Goldstandard. Das hängt natürlich immer wieder vom Wasser ab, nicht vom Implantat. Das Implantat kann nicht entscheiden, wie schnell eine Osteointegration vor sich geht. Das hängt von der Qualität des Knochens ab. Woher kenne ich denn die Qualität des Knochens? Wie kann ich die denn sehen? Mit diesem System sehr einfach. Ich schaue einfach nur die Qualität des Knochens an, den ich aus der Osteotomie raushole. Wenn ich sehe, sehr schön durchblutet, rot, dann ist es ein D2-Knochen. Wenn ich weniger Knochen habe, trotzdem aber durchblutet und rot, dann habe ich einen D3-Knochen. Wenn er total weiß ist, das ist ein D1. Wenn überhaupt nichts rauskommt bei der Bohrung, habe ich einen D4.
Und dann entscheide ich mich auch intrachirurgisch, wann ich überhaupt aufmachen kann. Wie gesagt, Goldstandard 3 Monate, aber wenn es ein D1 ist, dann warte ich halt 4 Monate. Wenn es ein D4 ist, muss ich auch manchmal auf 6 Monate warten zur Ausheilung. Das hängt nicht vom Implantat ab, das ist ja natürlich klar. Das hängt alles von der Ausheilungskapazität der einzelnen Knochenqualität ab. So, sagen wir mal Goldstandard, hier war alles in Ordnung, D2, D3. Zweite Phase, chirurgische Phase, klappe ich auf und was sehe ich? Den Heilungspfosten, den schwarzen. Den sieht man sehr oft sehr gut. Manchmal ist er überdeckt von Knochen und dann ist man sehr froh drüber, weil man hat eine vertikale Augmentation gemacht, ohne dass man sich da so sehr darüber bemüht hat, damit bemüht hat, Knochenaufbau zu machen. Mit dem autologen Knochen, das passiert sehr regelmäßig in den oberen Frontzahnbereich, wo man eigentlich vertikal, auch wenn es nur 1 Millimeter mehr Knochenhöhe ist, vertikale Knochenhöhe benötigt. Aber ansonsten sieht man den Heilungspfosten am Kieferkamm, nimmt einfach einen Pfostenentferner, das sieht aus wie so ein Korkenzieher. Ja, also die Korkenzieher, von den Korkenzieher lernt man sehr viel während der Giornate Veronese, da macht man sehr viel Weinflaschen auf und das sieht dann genauso aus, wie eine Rotweinflasche zu öffnen, raus damit und das war's dann auch. Und dann ist der Schaft entdeckt, geöffnet und von jetzt ab passiert alles nur, was prothetisch, ein prothetischer Vorgang ist. Und dann nimmt man ein Instrument, das heißt Guide Pin auf Englisch, auf Deutsch vergesse ich das immer wieder. Deutsche Namen sind immer sehr lang. Aber dieser Pfosten ist dafür da, um dann die Prothetik instande zu bringen. Und was mache ich hier? Ich benutze ein Osteotom. Jetzt sagt sich jeder, du hast jetzt Knochen aufgebaut, drumherum gebaut und jetzt nimmst du ein Osteotom und baust den Knochen wieder ab. Nein, es ist eigentlich nicht, um den Knochen abzubauen, aber es ist dafür da, um den Kieferkamm zu kalibrieren. Okay? In seiner Dimension. 4 mm, 5 mm oder 6,5 mm. Das ist der Durchtrittsprofil der zukünftigen Abutments. Ausschlaggebend und wichtig, den Kieferkamm zu kalibrieren, weil alles, was Prothetik ist mit diesem System, fängt am Kieferkamm an und nicht am Implantathals. Implantathals ist total vom Knochen abgedeckt, hat nichts mit der Prothetik zu tun. Das fängt also von da an, wo es wichtig ist, dann eine zweite Plattform-Switching zu entwickeln. Das ist exakt hier die hemisphärische Basis, die ist so genannt, weil die sich hemisphärisch aufbaut bis zum Körper des Abutments und sich auflegen wird in der Nähe des Kieferkamms. 1 Millimeter drunter am Kieferkamm oder 1 Millimeter drüber. Das hängt natürlich ab, in welche Tiefe ich das Implantat eingesetzt habe. 1, 2 oder 3 Millimeter tief. Gut, wenn ich es 3 Millimeter tief eingesetzt habe, dann wirkt diese Osteotomie. Mit Sicherheit. Bei 2 und 1 mm rotiert sehr oft das Instrument frei rotierend und da passiert gar nichts, was in Ordnung ist. Das ist kein Problem. Man muss aber jedes Mal kontrollieren, dass da keine Knochenspäne dazwischen liegen, um dann natürlich das Abutment einzusetzen. Alles, was in den Schacht eingesetzt wird, provisorisch, wird einfach nur fest eingedrückt. Alles, was längerfristig im Schacht zu bleiben hat, wird eingeklopft. Unterschied zwischen Einklopfen und Einsetzen und Einpressen mit dem Finger ist ganz einfach, dass ich mit dem Einklopfen die Kaltschweißung aktiviere. Was ist die Kaltschweißung? Wir sind jetzt hier bei der Prothetik, die Kaltschweißung. Schauen wir uns das mal schnell an, auf diesem Modell. Kaltschweißung, wie schon vorhin angedeutet, ist eine intime Verbindung von zwei Oberflächen aus dem gleichen Metall
wenn die Oxidationsschicht zwischen den zwei Oberflächen gebrochen wird. Wie wird die Oxidationsschicht gebrochen? Durch Einklopfen, durch Klopfen. So, hier habe ich jetzt eine Oxidationsschicht, die ich aktivieren möchte. Ja. So, Oxidation auf dem Schaft, Oxidation im Schacht, natürlich auf dem Schaft ein bisschen mehr, weil das natürlich mehr außer extraoral hantiert wird. In den Schacht eingesetzt, das Abutment, okay. Festdrücken und Klopfen verändert die vertikale Position des Abutments nicht. Das ist kein Unterschied, ob ich jetzt fest drauf klopfe oder langsam oder weniger fest drauf klopfe. Das ist nicht die Intensität des Klopfens, die dann das bewirkt, was ich haben will. Das Festsetzen des Schaftes in den Schacht. Und der Schacht geht nicht tiefer. Außer wenn ich, das haben wir natürlich getestet, wenn ich über 1100 Newton benutze, da muss schon der Patient oder die Patientin unter einen Traktor gelangen, dass sowas passiert. Also, intraoral gibt es sowas nicht, auch nicht mit dem Hammer, dass man so viel Kraft bewirkt, dass der Schaft tiefer in den Schacht gehen wird. Also das ist ein vertikaler Index, der existiert und der sehr wichtig ist in der Prothetik. Vertikaler Index versus horizontaler Index, was ganz anderes. Bevor ich dieses Abutment einklopfe, kann ich ihn frei rotieren. Frei rotieren, 360 Grad, in welche Position? Unendliche Position. Bevor ich was mache? Bevor ich das Abutment dann aktiviere in seiner Endposition. Die Position gefällt mir. Klopfen ist 1, 2, 3. Das war's. Okay? Dann habe ich meine Kaltschweißung erwirkt. So, kontrolliere, versuche es rauszuziehen, es kommt nicht raus. Okay? Das ist die Kaltschweißung. Wie entziehe ich die Kaltschweißung? Durch Rotationskräfte, das sind keine Extraktionskräfte. Muss man aufpassen, weil leider einige von meinen Kollegen, die dieses System benutzen und dann es erklären, sagen, einfache Extraktionskraft. Extraktionskraft ist nicht nur rotieren, sondern auch seitliche Bewegung. Ja, das gehört natürlich nicht dazu. Das ist einfach nur Rotation um die eigene Achse mit zwei Kräften. Okay, die richtige Zange benutzen, das ist natürlich sehr wichtig, das ist wirklich sehr wichtig. Die ideale Zange dazu ist diese Stoma-Zange. Okay, die greift um die hemisphärische Basis herum und dann rotiere ich ganz einfach und es kommt raus wie Butter. Das ist der Entzug einer Kaltschweißung. Das gleiche macht man mit Turbinen, das gleiche macht man mit Helikoptern, mit Propellern und alles Mögliche. Man benutzt eine Doppelkraft, rotierende Doppelkraft, um die Kaltschweißung zu entfernen. So, diese Doppelkräfte gibt es natürlich in 95% der Fälle im Mund nicht. 5% der Fälle ja, aber das ist ein anderes Thema. Das wird dann wieder zu lang. Ja, nachdem man den Sulcusriemer benutzt hat und das Kalibrieren gemacht hat vom Kieferkamm, kann man dann prothetisch vorgehen. Das Einfachste und das, was eigentlich seit 85 so existiert und wie es in den ersten 10 Jahren war, ist die Selektion des Abutments. Man sucht das Abutment aus. Wie sucht man das Abutment aus? Ziemlich einfach. 4 mm, 5 oder 6,5 mm Durchtrittsprofile. Das sind diese hier, entweder 4, 5 oder 6,5. Und wie ihr euch vorstellen könnt, das ist ein Molara, dann nehme ich natürlich das breiteste, den breitesten Durchtrittsprofil, den nehme ich dann für den Molara. Das engste ist natürlich für die unteren Inzisalen und die oberen Lateralen, das sind 4 mm. Und alle anderen Zähne haben ein Durchtrittsprofil von 5 mm. Das ist natürlich das Protokoll. Und vom Protokoll kann man immer wieder entweichen. Klar, wenn man einen dünnen Kieferkamm hat, am Molarenbereich, dann nimmt man keinen 6,5er, aber einen 5er. Aber das ist dann klinisch vorbestimmt. Das muss dann der Kliniker bestimmen, ob er dem Protokoll folgt oder Abweichung macht. Also direkt das Abutment einsetzen heißt, ich kann es intraoral oder extraoral beschleifen, chairside.
beschleife es, setze es ein, klopfe es ein, nehme einen ganz normalen Abdruck, als ob das ein Stiftzahn wäre. Und von dieser Position her, Situation her, habe ich dann ein beschliffenes Abutment, wie in diesem Fall. Nehme den Abdruck und dann macht man ganz normale Kronenversorgung. Welche All-Ceramic-Kronen und was immer ihr kennt, PFN, Metallceramik und so weiter und so fort. Das wird dann, die Krone, wenn sie einmal fertig ist und anprobiert ist, alles, dann wird natürlich das Ganze einzementiert. Das ist die einfachste Form der Prothetik. Sehr einfach gemacht. Ein Implantat, ein Abutment, ein Abdruck, eine Krone. Finish. Man braucht nichts anderes. Das sind also zwei Komponenten plus die Krone. Man erschwert sich nicht die Arbeit. Man kann dann komplizierter werden. Wir sind Zahnärzte, wir wollen immer sehr kompliziert sein. Und was macht man? Man erfindet sich natürlich das Transmukose von dem einfachen Einsetzen eines Abutments, einer Selektion eines definitiven Abutments und der Beschleifung des Abutments unter Abdrucknahme. Das ist natürlich eine typische Abutment-Abdrucknahme. Man nimmt es einfach als Stiftzahn und verarbeitet die Krone und zementiert die. Kann man natürlich auch entscheiden, die Implantattransfers zu nehmen. Also man setzt einen Transfer ein in den Schacht, drückt es mit Fingerdruck in den Schacht ein, hat eine zweite Komponente, dass die Plastikhülse ist, die bleibt im Abdruck hängen, ohne den Abdruck zu zerreißen. Und dann geht alles zum Labor. Das Labor hat einen Analog und bereitet dann die Abutments vor, selektioniert die Abutments, bereitet sie dann vor, wie es dann notwendig ist. Das ist natürlich der große Vorteil. In diesem Fall ist, dass das Labor eigentlich dann seine Entscheidung zu treffen hat. Und das Wichtige ist, dass, wie gesagt, alles, was Prothetik ist mit diesem Implantat, vom Abutment anfängt und vom Kiefer kam. Deswegen kann der Techniker dann verschiedene Techniken benutzen, um zum Endprodukt zu kommen. So eine von den Techniken, die hat man vor Jahren entwickelt, heißt ein Integrated Abutment Crown. Das ist eine chemische Verbindung eines Hybrid-Ceramik-Materials direkt auf dem Abutment aufgesetzt. Großer Vorteil ist natürlich, dass es nur ein Piece, ein One-Piece. Abutment und Krone ist ein Stück. Da gibt es keine Mikrospalte, da gibt es keine Zementüberschüsse. Und dazu kommt, dass der Durchtrittsprofil individualisiert ist vom Techniker. Weil alles, was Aufbau ist jetzt mit dieser Krone, ist natürlich Ästhetik, ist natürlich Anatomie. Sie können sich ausbreiten, mesodistal, vestibulo-oral, so wie es am besten ist für das Build-up eines natürlichen Zahnes. Und das sieht man dann in dem Modell. Hier sehen wir, wenn wir da reinschauen, dann haben wir den Schacht und dann ist alles nur Weichgewebe drumherum. Und da sieht man wirklich gar nichts vom Implantat. Das Implantat hat nichts mit dem Aufbau zu tun. Die Integrated Abutment Crown wird eingesetzt in den Schacht mit dem Schaft vom Abutment. Und das war's dann. Sehr einfache Herstellung und Einsetzung auch. Da gibt es natürlich auch Schablonen, aber Schablonen sind dafür da, um eine Antwort zu haben für diejenigen, die fragen, habt ihr da keine Schablonen dafür? Weil man braucht wirklich keine Schablonen. Ich weiß ja, wie ein Zahn aussieht, besonders bei Einzelzahnversorgung. Und das ist mesodistal, das ist Vestibul und das ist oral gesehen. Und dann setze ich es ein und sehe, ob ich Kontaktpunkte habe oder nicht. Da hilft mir eine Schablone nicht viel dafür. Aber naja, gut, wie gesagt, man kann auch Schablonen benutzen. Und das sieht dann so aus. Der Durchtrittsprofil ist sehr natürlich, sieht sehr natürlich aus. Und hat den großen Vorteil, dass es das Weichgewebe in seiner Form halten kann. Und wenn der Techniker gute anatomische Grundlagen hat, natürlich dann auch
dazu führt, dass sich Papillen in Situationen bilden, wo es vorher keine Papillen gab, weil die Form natürlich, das Weichgewebe braucht eine Instrumentation, etwas, ein Material, das dem Weichgewebe sagt, hier musst du wachsen und nicht dort. Ja, sonst kollabiert ja das Weichgewebe, wenn da keine richtige Form vorhanden ist. Deswegen ist das ein großer Vorteil. Und dann gibt es dann natürlich die anderen Situationen, wie man jetzt in den letzten Jahren benutzt. Und das wären natürlich die Scannable Abutments. Da gibt es die Universal Abutments, vorgeformte Schulter, kann man scannen. Da gibt es dann auch noch Scanbodies. Alles, was die moderne Zahnmedizin und Zahntechnik jetzt haben möchte, ist auch in diesem Fall vorhanden. Bei komplexeren Situationen, wie zum Beispiel Einsetzen von 4 Implantaten oder 6 Implantaten mit festsitzender Versorgung. Wir benutzen sehr oft im Oberkiefer nur 4 Implantate, sowie auch im Unterkiefer. Oberkiefer, 4 Implantate hängt immer wieder von der gleichen Problematik ab, die Analyse der Okklusion des Patienten und des Gegenbisses. Ist klar, wenn ich natürlich Zirkon habe als Gegenbiss oder natürliche Zähne oder Metallkeramik, dann benutze ich natürlich 6 Implantate, um eine größere Stabilität und biomechanische Funktion zu haben. Aber wenn ich natürlich als Gegenbiss herausnehmbare Zähne habe, dann kann ich auch mit 4 Implantaten im Oberkiefer arbeiten. Das geht wieder zurück auf die Minimalinvasivität, logischerweise. 4 Kurzimplantate, 4 Shortimplantate, die in festsitzender Prothetik halten können. Und dann ist wieder ausschlaggebend, was mache ich denn über diesen Implantaten? Was setze ich denn überhaupt ein? Welche ist die Materialanalyse und die Materialselektion? Materialselektion ist wichtig. Weil Zirkon sieht schön aus, Metallceramik kann auch sehr schön aussehen, ist aber sehr rigide und kann natürlich dazu führen, dass das überbelastet, die Implantate überbelastet. Wenn man von 8 Implantaten redet, dann ist das nicht der große Unterschied. Wenn man sich aber reduziert auf 4 Implantaten, dann sollte man dann natürlich eine sehr gute Selektion der prothetischen Aufbauten machen, so wie in diesem Fall, das ist ein Metal-Free Material, ja, das sehr elastisch ist, ne? So zum Beispiel, ne? Jetzt, oh mein Gott, das ist hingefallen, wenn es Ceramik gewesen wäre, hätte mich jetzt schon der Techniker erschossen, aber in diesem Fall ist gar nichts passiert, weil das ein sehr elastisches Material ist. Das ist ein CAD/CAM fabrizierte Prothetik aus faserverstärkter Kompositmaterial, es heißt Trinia und hat natürlich auch den anderen Vorteil, dass es sehr leichtgewichtig ist und sehr leicht zu verarbeiten ist. So, falls Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie mir gerne schreiben und bitte vergessen Sie nicht, auf die CME-Fragen zu antworten. Sie kriegen damit einen CME-Punkt. Danke fürs Zuhören.